Kostüme des SV Bremen von 1910. Die Bademode der letzten 100 Jahre kriegen wir jetzt zu sehen. Ja, die nicht weniger angekündigt haben im Vorfeld als ein rollendes Schwimmbecken. Ja, die gewisse schwimmende Bewegung sehe ich schon. Da, oh ja, das ist doch Schwimmen eindeutig. Das Kostüm ist doch auch sehr traditionell. Okay. Auch das sieht ein bisschen muskelkaterträchtig aus. 4 Kilometer Trockenschwimmen. 2,5 Stunden lang. Ja, das trainiert. Bauchbeine pro, würde ich sagen. Ja, ne? SV Bremen, 1910 als Arbeiterschwimmverein gegründet. Heute über 600 Mitglieder. Die haben auch immer so ein Traditionsschwimmen in der Weser. So, jetzt kommen wir zum Spielmannszug im berühmten Dönhausen bei Eistrup. Genau. Mit den Cheerleadern Green Diamonds. Sieht so ungefähr, die meisten werden es kennen, am Autobahndreieck Walsrode, das ist ganz in der Nähe da. Wenn Sie Dönhausen jetzt nicht kennen, da ist das. Ganz interessant, wenn man Dönhausen, das müssen Sie mal spaßeshalber machen, vielleicht nach dieser Übertragung, wenn man Dönhausen googelt, man findet eigentlich nur Einträge vom Spielmannszug und vom Schützenverein. Der muss doch eine richtige Größe in der Stadt sein. Also, das ist quasi die Regierung in Dönhausen, ja, genau.